Sizilien, die größte Insel im Mittelmeer mit 5 Millionen Einwohnern, hat vor allem eines zu bieten. Eine traumhaft schöne und ursprüngliche Berglandschaft im Inland, die zu meiner überaus großen Freude durchzogen ist von unzähligen Offroad-Strecken. Aber diese faszinierende Insel ist nur der erste Teil meiner Reise. In 3 Tagen und gut 700 Kilometern erlebe ich hier so viele Abenteuer, dass es mein erster Film ist, den ich auf 2 Teile aufteilen musste. Und wer diese geniale Tour nachfahren möchte, der kann sich wie immer die GPX-Tracks aus der Videobeschreibung holen. Der GPX-Track geht natürlich über die gesamte Tour von Sizilien und Süditalien. Am Ende hatte die größte Mittelmeerinsel auch noch den höchsten Vulkan Europas zu bieten. Der 3350 Meter hohe Ätna hat mich nochmals total von den Socken gehauen. So, und jetzt geht's los mit meinem Abenteuer Sizilien und Süditalien, on und offroad, hier im Teil 1 auf Sizilien. So, servus Leute, die erste Tour im Jahr 2024 steht an und ich freue mich wie ein kleines Kind. Der Grund ist vor allem, weil ich ein neues Bike habe. Hab hier von Suzuki zum Austesten dieses Jahr die neue 800er Faustrom DE bekommen. Mega geiles Motorrad, hab's jetzt die letzten 2 Monate eingefahren, erste Services gemacht und Stollenreifen sind drauf. Es geht jetzt erstmal nach Genua auf der Autobahn, da werde ich dann auf die Fähre fahren und dann geht's in Richtung Palermo, Sizilien. Und dann schiebe ich mich Sizilien rüber und dann den Stiefel ziemlich mittig im Apenningebirge nach oben. Ziemlich viel Offroad geplant, ziemlich viel Action-Passagen mit dabei mit dem neuen Motorrad. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch und habt viel Spaß beim Zuschauen. Also, ab geht's. Zeitplan ist ziemlich eng gestrickt. Wir haben es jetzt 10. Check-in macht um 19 Uhr zu heute an der Fähre. Das heißt, ich habe 2 Stunden Luft, 7 Stunden sind reine Fahrzeit nach Genua. Aber wenn ich was gut kann, dann lange Autobahnetappen fahren, Kopf ausschalten und einfach geradeaus draufhalten. Also ab geht's. So, heute läuft es wie Hölle. Habe jetzt 550 Kilometer hinter mir. Bin jetzt schon kurz vor Genua. Hier ist gerade richtig geile Atmosphäre. Super Wetter. Hier die ligurischen Berge. Traumhaftes Panorama von der Autobahn aus. Die Raststätte jetzt eher weniger, aber das Umland. Sehr schön. Die kurvenreiche Autobahn in Richtung Genua mit tollem Ausblick auf die ligurischen Berge kann man schon fast als Highlight bezeichnen. In der italienischen Großstadt angekommen, tut man sich etwas schwer, den Hafen zu finden. Doch ich war Gott sei Dank schon öfter hier und es klappt diesmal reibungslos. So, ich bin am Hafen von Genua angekommen und nachdem die Schlangen vor den Fähren nach Korsika und Sardinien ran voll mit Motorradfahrern waren, bin ich einer von 4 Motorrädern, die heute nach Palermo übersetzen. Aber vielleicht kommen noch ein paar, aber bis jetzt sind wir zu viert. Müsst ihr gleich losgehen mit dem Beladen. Hier schon mal ein Bier gegönnt. Also die Anreise war so easy wie glaube noch nie. Das ist heute dahin gelaufen. Ich hatte keine Langeweile, kein gar nichts. Auf einmal waren 500 Kilometer auf der Uhr. Perfektes Wetter, perfekte Landschaft. Und da steht schon die Fähre, GNV. Günstigste Fähre, die ich jemals gebucht habe, über Nacht. Also die fährt fast 24 Stunden mit Übernachtungskabine, mehr Blick. Motorrad, ich, Kabine, nach Palermo 150 Euro. Also ist ja fast geschenkt. Richtig cool, ich freue mich auf den Trip. Endlich wieder auf dem Moped. So, ein paar Mopeds sind noch dazugekommen. Ungefähr insgesamt 20 Stück hätte ich gesagt. Jetzt geht's los, Autos fahren schon drauf. Nach 2 Stunden warten, Ende auf dem Boot. Ich dachte ja schon, das ist hier typisch italienisch.
das Schiff aus dem Pfui in den Hui. Aber ich muss sagen, es ist aus dem Pfui in den Pfui. Die stinkt übel, die Kabine. Aber wie gesagt, der Preis war unschlagbar. Boah. Mit Einbruch der Dunkelheit war es dann auch endlich soweit. Wir verlassen Genua in Richtung Süden. Am nächsten Morgen versuchte ich so viel Zeit wie möglich an Deck zu verbringen, da es in meiner Kabine nach Motter, Schimmel und Abgase roch. Da an diesem Tag nicht allzu viele Menschen nach Sizilien wollten, gab es eine Planänderung der Reederei und wir nahmen noch die Gäste für Sardinien mit. So, guten Morgen. Wir haben es 8 Uhr in der Früh, sind hier gerade am Hafen angekommen, aber nicht in Sizilien, sondern auf Sardinien. Sind hier gerade in Olbia. Wir haben jetzt ungefähr geschätzt 80% der Passagiere das Schiff verlassen. Und dann geht es nochmal weiter den ganzen Tag bis runter nach Sizilien. Ungefähr 14 Stunden noch, dann sind wir in Palermo. Mit der Reederei GNV kann man übrigens im Sommer so gut wie jeden Tag nach Palermo und wieder zurückfahren. Das macht die Planung dieser Reise ziemlich einfach. Perfekt zum wunderschönen Sonnenuntergang taucht das erste Mal am Horizont die sizilianische Insel auf. Bis wir die Fähre in der 630.000 Einwohner starken Hauptstadt Palermo verlassen dürfen, ist es schon 23 Uhr am Abend. Mit allergrößtem Abenteuerfeeling schiebe ich mich noch eine halbe Stunde raus aus der Großstadt in Richtung Monreal. So Leute, es ist vollbracht. 2 Tage Anreise sind vorbei. Bin jetzt hier in Monreal, ungefähr 10 Kilometer weg von Palermo. Weil erstens kenne ich Palermo schon und zweitens hasse ich Großstädte. Bin jetzt hier in einem Apartment eingecheckt. Hier in der Gegend gibt es leider keine Campingplätze, deswegen heute die Wahl auf ein Apartment. Und hier geht's rund, hier ist richtig lebendig. Ich freue mich auf die Tour. Nach einer kleinen Sightseeing-Runde in dem niedlichen Städtchen falle ich dann auch müde ins Bett. Am nächsten Morgen kann ich es dann auch kaum aushalten, mein neues Motorrad endlich mal im Gelände auszuführen. So geht es gleich auf den ersten von verdammt vielen Offroad-Tracks auf dieser Tour. Allgemein wird dies die Reise mit dem allerhöchsten Offroad-Teil von all meinen bisherigen Reisen. So, guten Morgen. Bella Sicilia, würde ich mal sagen. Bin jetzt gerade 5-6 Kilometer erst gefahren. Hier ist schon eine mega geile Offroad-Strecke drin. Monte, Ghibli, Menzi, irgendwie so. Ja, erster Eindruck von Sizilien, mega krass. Sonne knallt, in der Früh um 8 ist schon mit 20 Grad runter. Die Strecke zum 1150 Meter hohen Monte Ghibli-Mesi ist schon eine echte Wucht. Bestes Wetter und permanent geniale Aussichten bis ans Meer runter machen den Tag schon am frühen Morgen zu einem echten Highlight. Ja, mein Bike und da eine Aussicht. Ursprünglich wäre mein Plan eigentlich gewesen, nach der Fähre noch hier hochzufahren und hier oben wild zu campen. Doch da wir 2 Stunden später als geplant angekommen sind, hat das nicht funktioniert und ich musste im Apartment schlafen. Aber die Trauer hält sich in Grenzen, denn ich werde auf dieser Tour noch voll und ganz auf meine Wildcampingkosten kommen. Doch jetzt genieße ich zuerst einmal die Aussicht vom Gipfel. Ja, da unten liegt Palermo mit dem Hafen. Der Monte Ghibli-Mesi ist der höchste Gipfel in den Bergen von Palermo und somit natürlich auch der beste Aussichtspunkt in der Gegend. Nach einem kurzen Aufenthalt schiebe ich mich mit meiner neuen Fahrstrom wieder bergab. Das klappt, wie auch der Hochweg schon, deutlich einfacher und schneller wie mit meinem vorherigen Motorrad. Denn natürlich kam der Wunsch, von der 1000er auf die 800er zu wechseln, von mir, vor allem wegen den Offroad-Strecken, die ich auf meinen Touren immer mehr einplane. Und das 21 Zoll Vorderrad sowie die 220 mm Federweg vorne und hinten leisten hier ganze Arbeit. Da staunen auch die Hard-Enduro-Fahrer aus Palermo nicht schlecht, als sie mich hier voll bepackt in den Bergen erwischen. Die sind logischerweise noch ein bisschen schneller unterwegs, aber mein Gespann wiegt natürlich auch 350 Kilo voll bepackt. Der Weg ist gerade ein bisschen schlecht geworden. Habe mich auch verfahren, muss jetzt schnell nochmal 100 Meter zurück, habe da eine Abzweigung verpasst wohl.
Dachte mir gerade, was geht jetzt ab? Also das wäre jetzt mit der alten Faust drum schon mal nicht mehr gegangen, auf jeden Fall. Den Weg hier hoch. Und die neue, die schluckt das weg wie nix. Das ist richtig cool. Es gibt einfach ein beruhigendes Gefühl, wenn man alleine ist. Aber hier ist sowas von geil. Ihr könnt den ganzen Tag rumheizen. Richtig gute Offroad-Strecken. Aussicht bis ins Meer runter. Absolut cool. Alles blüht, alles ist saftig. Hier hat es die letzten Wochen ziemlich viel geregnet. Und jetzt bin ich da und jetzt kommt der Sommer. Ja, die Faustrum 800DE ist natürlich keine Hard-Enduro und das soll sie auch gar nicht sein. Sie ist für mich das perfekte Allround-Talent. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es ist für mich aktuell die beste Reise-Enduro, die es am Markt zu bekommen gibt. Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich immer mit berücksichtigt. Doch ich denke, ich werde zum Motorrad gegen Ende des Jahres noch ein eigenes Video zum Review machen. Jetzt soll es wieder hauptsächlich um die Landschaft gehen und da ist der Monte Giblimensi echt der Oberknaller. Der ganze Berg ist quasi ein Enduro-Paradies, hier reiht sich eine Offroad-Strecke an die nächste und natürlich immer mit bester Aussicht. So, jetzt haben wir Szene, ich habe schon 40 Kilometer Offroad im Nacken, das läuft wie Hölle. Also ich komme ungefähr doppelt so schnell voran mit dem neuen Bike wie mit dem alten. Und ja, was soll ich sagen, so langsam werden Motorrad und ich eine Einheit und kannst so langsam ziemlich gut einschätzen, wie schnell und langsam ich fahren muss, auch in den Kurven und bei den Hügeln. Und Schanzen geht auch, gar kein Thema, habe jetzt schon öfter mal ein bisschen abgehoben, wenn da die Bodenwellen kommen, vor allem ein bisschen das Gas ran und dann einen kleinen Hüpfer machen. Also macht richtig Laune mit dem Motorrad, richtig geiles Allround-Talent. Vorgestern Autobahn 500 Kilometer gelaufen wie am Schnürchen. Heute 40 Kilometer Offroad läuft wie am Schnürchen. Und Asphaltkurven fahren macht auch richtig Laune. Also bis jetzt bin ich mega, mega begeistert. So, weiter geht's. Mittlerweile bin ich am Berg Monte Signora, der Nachbargipfel zum Giblimensi ist. Auch hier reihen sich die Offroad-Strecken aneinander. Obwohl hier manchmal versteckt am Wegesrand verdullte Verbotsschilder stehen, habe ich das Gefühl, dass diese Gegend das Hauptausflugsziel der Enduro-Fahrer aus Palermo ist. Immer wieder kommen hier Hard-Enduro-Fahrer entgegen, die kreuz und quer über die Hügel scheppern. Für mich ist nach gut 40 Kilometer vorerst mal der Offroad-Spaß vorbei und es geht auf Asphalt weiter. Doch auch hier auf den kurvigen Bergstraßen von Sizilien macht die neue Faustrum erstmal richtig Laune. Wir haben es jetzt mittags um 12 Uhr. Machen wir jetzt auf den schnellsten Weg zu so einer Tempelanlage. Und danach geht es zu einem Ruinendorf. Das schaut auch ziemlich cool aus. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Also, cheers. Natürlich war meine Route schon wieder akribisch von zu Hause aus geplant. Doch wie weit ich am jeweiligen Tag kommen werde, habe ich mir diesmal spontan gelassen. Und da es heute zeitlich verdammt gut läuft, bin ich schon um 13 Uhr am sehr gut erhaltenen Tempel di Segesta. Der nicht ganz fertiggestellte Tempel ist bereits 2500 Jahre alt und keine Einzelheit auf Sizilien. Doch er ist der einzigste, der in meine Routenplanung reingepasst hat. Und Tempel in dem Baustil habe ich letztes Jahr auf meiner Griechenlandreise eh schon genug gesehen. Für mich geht es jetzt schnurstracks weiter auf verlassenen Straßen zu einem ganz besonderen Ort. Hier im Hinterland, wo sich Fuchs und Haas gute Nacht sagen, kommt ein spektakulärer Ort, der vermutlich den meisten Touristen verborgen bleibt. So, ich bin hier mitten in dem Lost Place von Sizilien. Hier ist das alte Dorf Poggio Reale und es wurde irgendwann in den 60er Jahren so hart vom Erdbeben erwischt, dass man es dann aufgegeben hat. Wir haben es dann ein paar Kilometer weiter wieder aufgebaut und die alten Ruinen, die stehen hier noch, wie sie es damals verlassen haben. Schaut ziemlich cool aus. Ja, in die Häuser kann man reingehen, natürlich auf eigene Gefahr. Das ganze Gelände ist abgesperrt. Wer hier rein will, muss über den Zaun hüpfen und ist somit dann hier
auf eigene Gefahr unterwegs. Alter Falter. Lost Places sind ja genau mein Ding. Ich liebe das, so geschichtsträchtige Sachen. Wahnsinn, ein ganzes Dorf verschüttet. Früher der belebte Ortskern. Ja, Riesentreppe da hoch. Mega krass. Bei dem Anblick kann man nur erahnen, mit was für einer Wucht am 15. Januar 1968 die Natur hier zugeschlagen hat. Eines der heftigsten Erdbeben in der italienischen Geschichte verwandelte die Ortschaft Poggio Reale heute zu einer Geisterstadt. Es wurde damals entschieden, das völlig zerstörte Dorf aufzugeben und seinem Verfall zu überlassen. 3 Kilometer entfernt von hier gibt es heute wieder eine Ortschaft namens Poggio Reale, welche damals dann neu aufgebaut wurde. Vom coolsten Lost Place der Tour schiebe ich mich schnurstracks in Richtung Osten. Vorbei am idyllisch gelegenen Stausee Lago Garcia geht es immer weiter, abwechselnd auf Asphalt und Schotter. Wie auf all meinen Touren gilt natürlich auch in Sizilien. Wer ein Land richtig kennenlernen will, der muss so tief wie möglich rein ins Hinterland. Und gerade abseits der asphaltierten Strecken zeigt sich die Natur meistens am schönsten. So, hier zeigt sich Sizilien mal von seiner ganz romantischen Seite. Alles voller Blumen, schöne Aussicht auf die Berge. Fast 30 Grad Anfang Mai. Super geil. Ich schiebe jetzt so langsam aber sicher in Richtung Osten. Hab dafür schöne verlassene Wege gesucht und auch gefunden. Das ist super entspannt gerade zum Fahren. Einfach dahin cruisen. Die Weite schauen. Hier ist super schön. Wenig besiedelt. In der Natur. Gar nichts. Außer ich. Meine Frau Strom. Und hier, mitten im Nichts, taucht plötzlich eine Ortschaft auf, die Sizilien berühmt-berüchtigt gemacht hat. So, mitten in Sizilien, Corleone, hier kommt der legendäre Don Corleone her. Und auf dem Schild darf natürlich ein Pepper von mir auch nicht fehlen. Noch ein kurzes Bild am Ortsschild geschossen und es geht rein nach Corleone. Und ich muss sagen, es ist eine der schönsten Ortschaften, die ich auf Sizilien gesehen habe. So, hier ist Pizza, Cola, direkt an der Kirche, wo der Don Corleone mit dem Pater seine Geschäfte abgesprochen hat. Nach Corleone geht es direkt in die vorletzte Offroad-Strecke an diesem Tag. Es ist die Durchquerung des Naturparks Bosco della Ficuza. Für mich war es landschaftlich das heutige Highlight. Absolut idyllisch schlängelt sich die Straße hier auf über 1100 Meter hoch. Auf der asphaltierten Zufahrtsstraße ist alles vollgeparkt mit einheimischen Autos. Vor allem von der Großstadt Palermo kommen hier die Menschen her, um Erholung und Natur bei einer Wanderung zu genießen. Offroad auf dem Motorrad war ich jedoch auch hier komplett allein unterwegs. So, wir sind auf knapp 1,1, so ein Aussichtspunkt. Schöne Aussicht hier, aufs Meer runter, da hinten ist Meer. Und die schöne Hügellandschaft hier. So, wir haben es jetzt 17:30 Uhr, ich habe noch ein paar Offroad-Kilometer vor mir, aber nicht mehr allzu viele. Und dann will ich heute an so einem Stausee mein Zelt aufschlagen. Ich komme eindeutig deutlich schneller voran wie geplant. Ich bin gerade hier hoch den Berg, der ist schon teilweise grob. Grober Belag gewesen, im vierten Gang hochgescheppert. Absolut cool. Voll beladen, das ist so butterweich, wie das Motorrad da durchmarschiert. Also absoluter Daumen hoch für das Bike. Also abseits von der Zivilisation gefällt mir Sizilien bis jetzt echt brutal gut. Die Landschaft und wie das hier alles blüht, ist der absolute Hammer. Auch die Bergwelt und die Aussichten ans Meer runter immer. Total geil. Aber sobald es in die Zivilisation geht, Müllberge über Müllberge. Also irgendwas läuft hier grundlegend schief, glaube ich.
aber ich bin ja meistens abseits der vielbefahrenen Routen und da ist es echt traumhafte Natur hier. Wie es zu den Müllbergen in Siziliens Städten kommt, kann jeder gerne selbst recherchieren. Ich sage nur so viel, die Kollegen aus Corleone sind daran scheinbar nicht ganz unbeteiligt. So, und jetzt immer wieder schön Hundeattacken auf Offroad-Strecken. Doch mit dem neuen Bike kommt man natürlich ganz entspannt davon. English? Yeah. From Germany. German. Kaldo, sorry. Kalt? Ah, very good. Doch ich muss sagen, Gott sei Dank, auf Sizilien waren die meisten Schäferhunde, wie auch ihre Besitzer, sehr gastfreundlich. Was mir im Bergland auch sehr gut gefallen hat, waren immer wieder diese niedlichen Dörfer hier. Generell der Baustil und die verwitterten Häuser sorgten für ein absolut cooles Flair. Und im Gegensatz zu den Städten am Meer haben sie in den Bergen ihr Müllproblem relativ gut im Griff. Ich habe es übrigens auf der gesamten Tour nicht gefilmt, aber wer schon mal in Palermo und Umgebung war, der weiß, wovon ich rede. So, weiter geht's. Nach einem kurzen Asphaltritt bin ich auch schon auf meinem letzten Offroad-Part des Tages angekommen. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als fahrtechnisch schwierig bezeichnen, doch er war durchaus anspruchsvoll und mit meiner alten Fahrstrom hätte ich hier definitiv Bluthochdruck bekommen. Durch Dickicht und Ungeziefer schiebe ich mich hier Offroad runter zum Lago di Cacamo. Die teilweise recht tiefen Schlammlöcher konnten mir und meinem Lieblingsreifen Michelin Anarchy Wild natürlich nichts anhaben. Wie eingangs schon erwähnt, könnt ihr zu all meinen Videos auf YouTube auch die Tourendaten als GPX-Datei aus der Videobeschreibung holen. Die Kaufabwicklung funktioniert ganz einfach über PayPal und ich schicke euch den Track dann per E-Mail zu. Den müsst ihr dann nur noch ins Navigationsgerät laden und dann könnt ihr 1:1 meine Reise nachfahren. Wie genau das geht, zeige ich euch noch am Ende des Videos. So, es ist gleich 8. Hier auf die letzten Meter. An dem Fluss entlang und dann kommt da hinten dann ein Stausee. An dem will ich halt campieren. Ja, der Helwig war jetzt noch stellenweise echt anspruchsvoll. Also, weiß nicht, ob ich den mit der Tausender gemacht hätte. Gegangen wäre er wahrscheinlich schon, aber wenn dann die Wege so schlecht werden und man hat nicht das passende Moped dabei, dann gibt es immer schnell Bluthochdruck. Aber die hat bis jetzt souverän durchgezogen, ohne Probleme. Richtig geil. Nach 15 Kilometer Offroad-Spaß ist es dann auch endlich soweit. Ich komme am Lago di Cacamo raus und finde ein geeignetes Plätzchen zum Übernachten. Vermeintlich. So, da denkt man, man hat ein schönes Plätzchen gefunden zum Campen. Und dann vernimmt man einen widerlichen Geruch. Und dann schaut man, und dann flackt da eine tote Kuh. Schon total verwest. Apfelteufel. So, ich bin hier am Lago Cancano angekommen. Will hier halt irgendwo die Nacht verbringen. Und da oben, wo ein schönes Plätzchen mit Feuerstelle wäre, da flackt eine halb verweste Kuh. Die riecht ziemlich übel. Ja, jetzt ein bisschen suchen, aber ich glaube, hier ist ein schönes Plateau. Das wäre ganz nett. Hier ist schon ein bisschen gerade Fläche. Der Wind geht in die Richtung, die Kuh liegt da hinten. Somit hier keine Geruchsbelästigung. Und die Aussicht ist gut, ein bisschen geschützt. Da entsteht mein Motorrad. Denke, hier werde ich schon runterbringen. Hepp. Jo, geschafft! Ohne tote Kuh, mit Aussicht auf den See und umliegende Berge. Schönes Plateau hier, guter Untergrund, kann man das Zelt drauf klatschen. Ich bin durchgeschwitzt, waren fast 300 Kilometer heute, davon knapp die Hälfte Offroad. Gott sei Dank, neues Bike am Start, auch hier runter wieder. Es öffnen sich einfach ganz neue Möglichkeiten. Hätte ich schon mal früher brauchen können. So was Tolles. Also,
auf mein erstes alleine Wildcamp seit 2 Jahren, glaube. Spannung steigt, es wird gleich dunkel. Vielleicht war noch ein kleines Feuer, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall trinke ich jetzt ein kaltes Bier und genieße mal den Bike-Moment. Oh, ist das nicht immer das Beste auf der Tour? Feierabend und ein Bier trinken und geile Aussicht haben. So, ich mache mich mal ans Aufbauen vom Lagerplatz. Da ist ein Waldbrand. Helixpläne. Wie die Idioten über ihren Müll anzünden. Das ist natürlich ungünstig, wenn jetzt da die Feuerwehr kommt, dass die mich hier nicht verscheuchen. So läuft der Abend. Es gibt Trockenfleisch, sehr lecker. Und dazu einen schönen Rotwein aus Corleone. Fliegen die ganze Zeit Fledermäuse durch. Die Grillen sind laut wie Sau. Aber schauen wir mal, wie lange noch. Wird schon nicht die ganze Nacht so gehen. Ziemlich frisch geworden. Jetzt auch wieder ein bisschen fest angezogen. Motorradhose wieder an. Brutaler Sternenhimmel, richtig krass. Und der Waldbrand gegenüber ist, glaube von selbst erloschen. Gott sei Dank. Ich habe es jetzt trotzdem mal gelassen, hier ein Feuer zu machen. Die haben hier schon mal wieder mit Waldbrände zum Kämpfen. Richtig idyllisch hier, richtig schön ruhig. Kann man mal die Seele baumeln lassen. So lässt sich's aushalten. Da hinten ist ein Feuerwerk, das halt durch die ganzen Berge. Oh, wie das hier halt, hey. Durch die ganze Berge durch. Jeder Knall kommt 10-mal zurück. Das ist ja der Hammer, ey. Da geht's mal richtig ab da hinten. Boah. Dein Modder hier. Oh. So, guten Morgen vom Stausee Lago Cacamo. Richtig geiler Campingspot heute Nacht gewesen. Schöner See, schöne Berge im Hintergrund. Mein Zelt ist da oben und mein Motorrad. Habe hier sehr beruhigt geschlafen. Fast bis um 8 Uhr gepennt jetzt. Jetzt kochen wir dann erstmal Kaffee. Heute wieder einiges geplant. Offroad und Onroad. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Route, wo ich da gebastelt habe, weil die wechselt sich hier eigentlich ständig ab mit Asphalt und Offroad-Strecken. Und so wird es auf jeden Fall nie langweilig. So, schönes Käffchen machen. Ein bisschen kräftiger sein heute. So, ne? So. Zum See gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass er wahnsinnig idyllisch gelegen ist und je nach Jahreszeit in seiner Ausdehnung und Höhe sehr stark schwankt. Der Abend, die Nacht und der Morgen hier war auf jeden Fall der Oberknaller und reiht sich garantiert ein in die besten Wildcamp-Plätze meiner Motorradkarriere. Wir haben es mittlerweile 8:30 Uhr. Die Sonne knallt, es ist furchtbar heiß. Habe jetzt dann gleich meinen Kaffee leer und dann baue ich das Lager hier ab. Dann geht's weiter. Noch ein bisschen die Plauze in die Sonne gestreckt und dann schwinge ich mich wieder aufs Bike.
Einmal tief einatmen und Luft anhalten, um nicht in Ohnmacht zu fallen beim Vorbeifahren an der toten Kuh. Das wäre geschafft. Ich fahre noch ein Stückchen hoch und befinde mich wieder auf dem Offroad-Track an der Ostseite vom Lago di Cacamo. Auch hier sind noch die Auswirkungen des Dauerregens der vergangenen Wochen zu spüren. Als ich jedoch Anfang Mai in Sizilien und Süditalien unterwegs war, hatte ich echt Glück mit dem Wetter. Ich glaube, ich habe es noch auf keiner vorherigen Tour geschafft, in 10 Tagen keinen einzigen Tropfen Regen abzubekommen. Ich genieße noch kurz die Aussicht links und rechts der Staumauer und dann ist auch das Kapitel Lago di Cacamo abgeschlossen. Noch ein paar Kilometer kurvige Bergstraßen und ich erreiche die Autobahn an der Nordküste bei Termini Imerese. Doch die Müllberge an der Nordküste verlasse ich nach 10 Kilometern schnell wieder in Richtung Inland. Also wer nach Sizilien kommt, fahrt so wie ich viel im Inland. Lohnenswerte Küstenstraßen gibt es glaube ich so gut wie gar nicht. Aber die Strände komplett voller Müll. Das war gerade echt nochmal on top erschreckend, was da gerade abging. Bin jetzt wieder ungefähr 20-30 Kilometer drin im Land. Wir haben hier in so einem kleinen Nest noch kurz mit ein bisschen Proviant eingedeckt, weil jetzt geht es dann wieder Offroad rein in die Berge. Und hier ist wieder ganz nett, ganz niedlich. Ja, Sizilien hat echt zwei Seiten. Hier ist es wieder traumhaft schön. Ich befinde mich hier auf einer kurvigen Bergstrecke auf dem Weg zu meinem nächsten Offroad-Track. Die Offroad-Piste hier durch den Parco delle Madonie war definitiv das fahrtechnische Highlight meiner Sizilien-Tour. Mit 40 Kilometer Länge und bis zu 1600 Meter Höhe war sie auch mit Abstand meine höchste Schotterpiste auf der Insel. Doch im zweiten Teil dieser Filmserie in Süditalien werde ich die Höhe nochmals übersteigen. Dass dieser italienische Regionalpark etwas ganz Besonderes ist, hat 2015 auch die UNESCO gewürdigt. Seitdem gehört er nämlich zu deren Global Geopark Netzwerk. So, hier versperrt mal wieder eine Alm den Weg. Aber der Bauer war gerade da, hat gerade eine Kuh gemolken. Den habe ich jetzt gefragt, ob er mich durchlässt. Hat sich mal so angehört, als würde er ja sagen. Es geht jetzt ziemlich weit rauf, also ich komme jetzt dann an den höchsten Punkt, wenn es klappt, von der Sizilien-Tour. Lei da dove? No, no, da dove lei? Italiano, no? No, Germany. Germania? Ja. Ah, German. German, ja. Ma de... This way. Pizza Cola. Si. Piano Zervi. Si. Okay. Si. Poi deve ritornare di qua. Ja. Se ne va? Non comprende. Ah, non comprende. Monte Fanucci. Sì. Ja. No, ah, from here. Ma lei arriva a Monte Fanucci e ritorna di nuovo di qua? Ja, sì. Ah, perciò lì, ah, deve andare perciò lì. Ja. Va bene, va bene. Va bene. Sì. Ok. Ich habe zwar keine Ahnung, was dieser italienische Almwirt mir sagen wollte, denn er konnte, wie jeder andere Mensch aus Sizilien, kein Wort Englisch. Doch vielleicht wollte er mich warnen, dass am Ende der Strecke ein Tor den Weg versperrt. Aber egal, ich genieße jetzt erstmal die mördermäßigen Aussichten. So, der Weg ist noch schwer in Ordnung. Mit der 800 ist alles easy peasy noch. Hier oben blühen so schön diese gelben Dinger. Die sind weiter unten komplett farblos oder kaputt. Aber umso weiter man höher kommt, umso schöner blühen die. Schauen richtig toll aus. Und passend farblich natürlich super zum Motorrad. Ich starte jetzt hier hoch auf ungefähr 1600 Meter. Fehlen noch so ungefähr 200-300 Höhenmeter, dann bin ich oben. Und die Aussicht ist bombastisch. Ja, der Weg war eine echte Eins mit Stern. Kurze Zeit später erreiche ich den höchsten Punkt auf einer mega coolen Lichtung. Hier lasse ich euch mal unkommentiert genießen, wie ich mein neues Bike durch die Bergwelt schiebe. Zwar ganz langsam, damit die Drohne hinterherkommt, aber dafür umso schöner.
einer kleinen Brotzeit mit bester Aussicht geht es wieder weiter auf dem Track. Wer den übrigens nachfahren will, immer Vorsicht vor solchen Weidezäunen. Die kamen auf Sizilien immer wieder mal vor und waren teilweise echt schwer im Voraus zu sehen. Wenn man es da nicht mehr schafft, rechtzeitig zu bremsen, Halleluja, das könnte wehtun. Und wer den Weidezaun öffnet, um durchzufahren, bitte auch immer wieder schließen, denn sie haben durchaus ihre Berechtigung. Seit meiner Rumänien-Tour vor 2 Jahren habe ich eine kleine Phobie vor solchen Weidezäunen. Doch auf Sizilien waren sie immer ganz harmlos. An der Stelle wie immer auch nochmal der Hinweis, wer sich allein auf Offroad-Strecken wagt, sollte immer genug Proviant dabei haben. Und ein sicheres Navigationsgerät, das Offroad und auch Offline funktioniert. Ich verlasse mich hier schon seit Jahren auf mein iPhone und die App Bergfex. Und hätte ich in der App genau geschaut, hätte ich auch gesehen, dass hier nach 20 Kilometer Offroad ein Tor den Weg versperrt. 100 Meter bevor es wieder auf Asphalt gegangen wäre. Aber egal, dann kann ich den schönsten Teil der Offroad-Strecke nochmal fahren. Und genauso verlinke ich das auch in dem GPX-Track, den ich euch in der Videobeschreibung zum Verkauf anbiete. Ein One-Way-Track, 15 Kilometer hoch bis zum höchsten Punkt auf 1600 Meter und auf demselben Weg wieder zurück. Und ich kann euch versprechen, das rentiert sich 100%. Mit der neuen Maschine bin ich die 15 Kilometer Rückweg auch in unter einer halben Stunde zurückgefahren. Ein weiterer Vorteil der One-Way-Variante war, dass ich jetzt 20 Kilometer über den Pass Piano Battaglia wieder auf 1600 Meter hochfahren konnte. Und das war zugleich noch der beste asphaltierte Pass auf meiner Sizilien-Tour. So Leute, dieses verflixte Tor. Vor 2 Stunden war ich hier, aber da stand mein Motorrad nicht da hinten, sondern hier vorne. 2 Stunden Umweg mit diesem verflixten Tor. Ja, so ist es im Offroad-Segment einfach. Manchmal liegt ein Baum quer, kommt ein Schneefeld, ist eine Schranke zu, dann heißt es umdrehen. Deswegen immer Proviant für Hin- und Rückweg dabei haben. Dieses verflixte Tor, ey, sowas ist mir auch noch nicht passiert, dass ich so einen Umweg fahren musste. Aber ich habe mich hier verewigt. Jeder weiß, dass ich da war. Ja, 2 Stunden Umweg hat mich das Tor auch nur gekostet, weil ich die erste Dreiviertelstunde versucht habe, noch einen Weg außenrum zu finden. Aber die Alternativen waren alle zu riskant und ein Risiko gehe ich als Alleinreisender nicht ein. Deshalb war Umdrehen die einzigst richtige Entscheidung und hat sich im Nachgang auch als echt lohnenswert herausgestellt. Das ist immer ein schönes Bergdorf. Ich bin gerade mega chillig hier im Inland durch die Kurvenstraßen zu cruisen. Das Wetter ist sowas von perfekt. Nur so leicht über 20 Grad. Zum Motorradfahren einfach traumhaft. Ich schieb mich mit dem Motorrad noch durch die verdammt engen Gassen des Bergdorfes Gangi. Das von mir mehr oder weniger durch Zufall entdeckte Örtchen ist laut Wikipedia Mitglied der Vereinigung der schönsten Orte Italiens. Von Gangi aus geht es über wunderschöne, kurvige Bergstraßen in Richtung Nicosia. Hier zeigen Bike und Räder wieder, was sie können. Trotz Reiseenduro mit groben Stollen kann man sich hier in den Kurven bis auf die Fußrasten runterlegen. Riesige Felder von Kakteen säumen hier die Straßenränder. Und schon wenige Kilometer später bleibt mir fast der Atem stehen. Jo, erster Blick auf den Ätna. Fuck, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da schiebt sich auch wieder Monte Fuji. Krass. Ja, aus der Ferne von dieser Richtung kommend, meint man echt, man steht vor dem Monte Fuji. Doch es ist der 3360 Meter hohe Ätna, der höchste aktive Vulkan Europas, der noch so einige Überraschungen für mich bereithalten sollte. Ja, endlich! Seit einer halben Stunde krebs ich hier rum und suche nach einer guten Aussicht beim Bild auf den Ätna. Jetzt habe ich's. Geile Scheiße. Ich muss gestehen, ich habe vorher noch gar nie ein Bild vom Ätna gesehen. Und dafür hat er mich jetzt umso mehr überrascht. Also als der heute das erste Mal am Horizont aufgetaucht ist, dachte ich mir, ach du krasse Scheiße. Ey, was für ein Hügel und noch schneebedeckt. Oben dampfen die Gipfel. Das schaut echt richtig cool aus.
Ist alles voller Lavasteine hier. Richtig cool. So was auf Sizilien. Das hat mich jetzt echt überrascht. Da sieht man so die einzelnen Gipfel, wie die dampfen. Ich zoom mal hoch. Krass. Boah, Leute, ist das krass. Ich fühle mich ja fast zurück in Island. Das hätte ich jetzt hier echt nicht erwartet. Das hebt gerade die ganze Insel auf, eine Eins mit Sternen. Hier sind so alte Lavafelder. Richtig krasser Lavastrom gewesen. Muss mal übelst abgegangen sein hier früher. Krass. Da oben rauchen die Kamine. Mega. Natürlich habe ich schon immer wieder vom Ätna gehört und wusste auch ein paar Basics darüber. Aber was hier abgeht, das hätte ich beim besten Willen nicht erwartet. Ja, wie geil. Jetzt läuft's richtig. Ey, ich habe hier einen geilen Campingplatz, Wildcampplatz. Ja, okay, so ein bisschen aus von Weiden. Also, es ist schon so ein legales Ding hier. Es ist schon ein offizielles Camp. Aber es hat eigentlich noch gar nicht auf. Aber die Besitzerin hat mir geschrieben, wo der Schlüssel fürs Tor liegt. Jetzt konnte ich hier drauf fahren. Richtiges Wildcamp-Feeling mit Blick auf den Ätna. Ich flipp aus. Geil. Und zur Krönung des Tages gibt es heute endlich mal sizilianisches Bier aus Messina. Auf einen geilen Tag. Die Offroad-Strecke heute war mega cool. Der Ätna hier, der toppt jetzt alles. Und der Schlafplatz, 1 mit 10 Sterne. Zweiter Tag heute, läuft. Zelten direkt unterm aktiven Ätna. Das war definitiv ein Schlafplatz, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und ein würdiges Titelbild meiner Sizilienreise. So, die Sonne ist weg. Jetzt wird es hier zapfig am Camp. Ich bin ja auf ungefähr 1200 Meter. Na, wahrscheinlich bloß noch um die 10 Grad. Aber wenn ich was gelernt habe auf meine Touren, dann egal zu welcher Jahreszeit und egal in welches Land man fährt, immer Mütze einpacken und immer den dicken Schlafsack. Die dünnen, die ich früher dabei hatte, so mit 15 Grad Komfortzone, die nehme ich gar nicht mehr mit. Also ich habe immer meinen 0 Grad Schlafsack dabei. Auch wenn es im Sommer in Richtung Süden geht, weil sobald man mal ein bisschen auf den Berg hochfährt und übernachtet, ist es immer zapfig. So, ich koche hier mein Süppchen. Macaroni mit dreierlei Käse. Ich habe mal so überlegt, ich glaube, der Topf und der Gaskocher, das ist mein ältestes Gadget, was ich schon seit jeher dabei habe. Und was der Topf und ich schon alles erlebt haben, das glaubt man gar nicht. Und jetzt kochen wir hier schon wieder mit Blick auf den Ätna. Richtig geile Abendstimmung hier. Hammerhart. Richtig cooles Lavafeld hier. Darüber reicht die Sicht bis ans Meer hinter. Und hier der Campingplatz in Anführungszeichen. Aber mega cooler Spot, echt. Ein kleiner Lavafuchs, ha? Da hat wohl mein Essen gerochen. Jetzt was los, kleiner Fuchs. Hunger. Ja, der Fuchs kommt immer näher. Zieht direkt an meinem Zelt. Schon neugierig. Versuche mich gerade zu erinnern, ob ich eine Tollwutimpfung habe. Dafür ist die Nudeln, wo wir vorhin runtergefallen sind. Was ist mit dir los, du? Was ist mit dir? Hast du gar keine Angst? Kleiner Streuner. Ja, das war der Abend. Nachdem ich fast eine Stunde lang mit dem Fuchs hin und her getanzt habe, falle ich dann auch müde ins Bett. So, guten Morgen vom
Ätna. Die Nacht hat es ein bisschen gestürmt und geregnet. Aber jetzt ist wieder blauer Himmel angesagt. So läuft es. Aber richtig gut gepennt. Ich zeige euch mal hier schnell das Camp. Sizilien Standard, würde ich sagen. Also hier sind auch noch ein paar Stellplätze. Eine kleine Feuerstelle. Und wir stehen da hinten. Hier geht's zum Klo runter. Zack, 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 zack. Ja. Hier sind die Sanitärräume. War seit Nacht auch echt cool, wa? Den Ätna, den hört man ab und zu, macht er so ein Krummeln. So ein richtig tiefes. Das hier so ein bisschen durch die Gegend halt. Also von dem her ist der Campingplatz schon erst reingelegen, ey. So, ich lasse jetzt das Zelt hier schnell stehen mit meinen Motorradklamotten drin und fahre jetzt in Zivil die 7 Kilometer bis da hoch zu dem Lift und latsche dann ein bisschen da oben rum. Es ist soweit, ich habe meinen allerersten Blattfuß auf Tour. So eine Kacke. Gott sei Dank habe ich mal alles dabei. Kompressor, jetzt mal den Reifen aufgepumpt. Haben jetzt von alle Seiten gründlich durchgecheckt, also mir fällt nichts auf, außer Ventil ist dicht. Ich fahre jetzt hoch zum Ätna wie geplant und schaue dann, ob die Luft noch drin ist oder nicht. Wenn sie wieder rauf ist, dann fliege ich ihn entweder selber, habe hier alles dabei, was ich brauche zum Flicken. Oder ich fahre dann noch runter in die Stadt und suche nach einem Reifendantler. Ersatzschlauch hätte ich übrigens auch dabei, einen schönen dicken. So 21 Zoll, den kann man vorne und notfalls auch hinten reinmachen. Aber wie gesagt, die Luft hält jetzt erstmal. Ja, der Blattfuß soll mich noch mehrere Tage beschäftigen. Aber weiteres dazu kommt dann in Teil 2 meiner Tour. Jetzt geht's erstmal einen unglaublich coolen Weg durch Lavafelder hoch zum Lift auf den Ätna. Also solche Berge von Lavaströme habe ich noch nirgendwo gesehen, nicht mal in Island. Die ganze Gegend hier fühlt sich für mich total surreal an. Wenn man so in die Ferne schaut, kann man einfach nicht glauben, dass man gerade in Italien ist. Soweit das Auge reicht, Lavafelder über Lavafelder. Die entstanden hier über 500.000 Jahre durch immer wiederkehrende Ausbrüche des Ätna. Und diese wiederum kommen zustande, weil die europäische und die afrikanische Kontinentalplatten hier übereinander driften. Das verursacht in der Region natürlich auch immer wieder schwere Erdbeben. Der Ätna ist prinzipiell ständig aktiv, deswegen rauchen auch die Gipfel, was man tagsüber beobachten kann. Doch es kommt auch heute noch jedes Jahr zumindest einen Ausbruch mit heftigeren Lavaströmen und Ascheaustritten. Vergangenes Jahr spuckte der Ätna mehrfach feurig, was immer wieder zu Schließungen im nahegelegenen Flughafen Catania führte. Da ich dermaßen geflasht von dieser Gegend hier war, gönne ich mir eine große Tour erst mit der Gondel und dann mit dem 4x4 LKW bis auf knapp 3000 Meter hoch. Jetzt läuft. Wir haben heute noch einen Blattfuß gehabt. War ein bisschen niedergeschlagen. Aber jetzt habe ich mir hier einfach mal die grande Tour gegönnt. Die große Tour auf den Ätna hoch. Das Ticket hat 78 Euro gekostet. Aber nur die Seilbahn hätte auch 50 Euro ausgemacht. Also die paar Kröten mehr für den Bus legt man dann doch gerne drauf. Weil es immerhin auf dem höchsten aktiven Vulkan Europas. Das ist schon ein krasses Feeling. Das ist nur gerade ein halbes Jahr her, wo der letzte Ausbruch war. Der Wind pfeift hier unglaublich. Die Aufnahmen sind bestimmt mega rauschig. Sorry dafür. Aber was will man machen? Eiskalt hier oben. Man sieht, hier liegt immer noch Schnee. Und ich bin Gott sei Dank früh dran. So halten sich die Menschen quasi noch ein bisschen Grenzen. Ist das geil. Die LKWs stoppen auf 2850 Meter. Von hier aus läuft man mit einem Guide noch auf über 2900 Meter hoch. Der Bergführer erklärt einem auch immer wieder in mehreren Sprachen interessante Details zum Ätna. Krater von 2002. Da ist richtig abgegangen. Hier ist es übrigens strengstens verboten, auf über 2500 Meter alleine zu gehen. Dafür braucht man dann einen Bergführer. Diese können einen aber natürlich bei entsprechender Bezahlung auch direkt bis ganz nach oben zu den dampfenden Gipfel bringen. Dafür fehlt mir heute leider die Zeit, doch wenn der Ätna mal wieder Lava spucken sollte, wäre hier ein spontaner Trip durchaus sehr lohnenswert.
Hier geht ein Wind. Wasserdichte Jacke anhaben. Vielleicht hat man mir es auf den Videos gerade eben angemerkt, aber hier oben haben mich die Glücksgefühle völlig übermannt. Auf 3000 Meter direkt am Fuße eines aktiven Vulkans zu stehen, mit 0 Grad kaltem Wind, der einem fast mit 100 km/h um die Nase weht, das war schon ein richtiges Abenteuer. Nach einer Stunde Aufenthalt geht es wieder mit dem Bus Richtung Tal. So läuft die Tour. So, ich bin zurück am Motorrad. Der ganze Ausflug hat 2 Stunden gedauert, bis hoch und wieder runter. Reifen ist noch genauso prall, wie ich es abgestellt habe. Jetzt weiß ich auch nicht, es gibt 2 Theorien. Entweder hat mir der Fuchs heute Nacht die Luft rausgelassen, oder ich habe irgendwo ein kleines Loch, was ich glaube wahrscheinlicher finde. Ja, ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Gefühl, jetzt wenn ich in so eine Offroad-Strecke reinfahre. Muss man überlegen, aber ich fahre jetzt mal los und dann mal in 2-3 Stunden nochmal Luftdruck checken. Wenn er nach wie vor Luft verliert, dann werde ich irgendwann einen Reifenhändler aufsuchen und mir das Ding mal anschauen lassen. Aber Ätna war super geil. Also ich habe ja lange überlegt, ob ich überhaupt herkommen soll, weil ja viele auch berichtet haben von den Menschenaufläufen, die es hier natürlich zur Mittagszeit auf jeden Fall gibt. Ich war heute Morgen zeitig dran und habe es somit eigentlich relativ. Also ich fand es jetzt nicht störend, waren jetzt nicht allzu viele Leute und da oben war super, super cool, also mit dem Wind und dem dampfenden Berg da, also ich fand es mega, würde es auf jeden Fall sofort wieder tun. Also zurück zum Campingplatz, Setup bauen und dann geht's weiter. So sieht's aus, wenn ein Haus verschüttet wird von der Lava, richtig übel. Aber ich baue hier gerade mal ein Zelt ab, also den Camping La Crotte, den kann ich nur empfehlen. Die Aussicht und die Lage ist mega cool. Ja, die chillen an der Sonne, die Holländer. Blick auf den Ätna, da lässt sich's da aushalten, wie gesagt. Ja, schweren Herzens baue ich hier zur Mittagszeit mein Zelt ab, denn der Ätna hat mich echt total geflasht. Die ganze Gegend bekommt von mir eine 1 mit 10 Sterne. Ich verlasse den Camping La Crotte und mache mich auf den Weg, auch Sizilien endgültig hinter mir zu lassen. Dafür geht es aber nochmals gut 20 Kilometer durch absolut vulkanisches Gebiet. Würde man den Ätna am Sockel umrunden wollen, müsste man 212 Kilometer fahren. Der Vulkan hat einen Durchmesser von 42 Kilometer und seine Höhe variiert je nach Ausbruchsgeschehen von 3200 bis zu 3350 Meter. Die Gegend verabschiedet mich mit einer tollen, mystischen Atmosphäre. Nach dem Ätna erreiche ich die Ostküste Siziliens und hier erwartet mich ein echtes Wunder. Saubere, tolle Badestrände, an denen sogar Menschen liegen und ins Meer gehen. Das habe ich bis jetzt auf Sizilien noch nicht gesehen. Aber die Haupttouristenregion rund um Taormina ist dann doch echt idyllisch schön. Also, für einen Badeurlaub in Sizilien ist doch nicht Hopfen und Malz verloren. Der Seite ist jetzt hier eigentlich richtig schön, auch sauber, die Dörfer sind sauber, die Strände sind sauber. Da unten ist auch Badebetrieb. Schöne Ecke hier. Von der traumhaften Urlaubsregion Taormina sind es noch 50 Kilometer entlang der Küste bis Messina. Die Küstenstrecke ist super schön angelegt und kurvig, wie aus dem Motorradfahrerbilderbuch hätte ich gesagt. In Messina angekommen, suche ich den Hafen in Richtung Kalabrien. Die Fähren fahren hier ständig hin und her. Die Überfahrt dauert eine knappe halbe Stunde und das Ticket kostet 15 Euro. Check-in und Boarding ist alles super easy. So, das lief ja mal unkompliziert. Wir haben mit dem Motorrad schnell in die Reihe gefahren, 15 Euro ein Ticket gezogen, rauf aufs Schiff und eine Minute später legen wir auch schon ab. So
gefällt mir das. Also, bye bye Sicilia and buongiorno Kalabrien. So, da war jetzt von jeder Sprache was dabei. So, da ist Sizilien und da ist Kalabrien. So, das war's mit dem ersten Teil von Sizilien. Weiter geht's im zweiten Teil in Kalabrien und Süditalien. In Kalabrien erwartet mich noch mehr Offroad-Spaß und noch verlassenere Bergwelten als in Sizilien. Zudem werde ich meinen immer wieder mal platten Reifen flicken lassen und traumhafte Badestrände erkunden. Ganz romantisch zeigt sich Süditalien natürlich an der weltberühmten Amalfiküste. Mein persönliches Highlight jedoch waren die Abruzzen. Hier schiebt sich das Apenningebirge bis auf fast 3000 Meter hoch. Das verspricht geniale Aussichten, geniale Offroad-Strecken und eine absolut traumhafte und unberührte Natur. Das Highlight der gesamten Reise war ein Wildcampplatz auf 1500 Meter, wo ich am Abend noch komplett allein durch ein ausgetrocknetes Flussbett gescheppert bin. Zum Tourenabschluss verbringe ich noch eine Nacht in der Partystadt Rimini. Also, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ihr seid auch beim zweiten Teil wieder live mit dabei. Genau, und wer noch kurz dran bleibt, dem erkläre ich was zu meinen GPX-Tracks, die ich in der Videobeschreibung via PayPal zum Verkauf anbiete. Die Kaufabwicklung ist sehr unkompliziert und ich schicke euch den Track per E-Mail. Diesen könnt ihr dann, wie hier gezeigt, in der Handy-App Bergfex importieren. Einfach Tour anwählen, speichern und schon hat man den gesamten Routenverlauf auf einer sehr übersichtlichen Karte. Und hey, ein Smartphone hat heutzutage jeder in der Tasche. Dann kauft man sich noch für 10 Euro eine Handyhalterung ans Motorrad und schon ist man perfekt gewappnet für eine Tour. Bergfex ermöglicht es, auch Laien zielsicher durch unbekannte Gefilde zu navigieren. Die App kennt alle Offroad-Strecken und funktioniert auch offline. Das ist verdammt wichtig. Denn auf Schotterpisten, wie hier an der weiß gestrichenen Linie zu sehen, hat man sowieso nie Empfang. Zum Navigieren kann man übrigens oben rechts zweimal auf den Pfeil klicken und der blaue Punkt, der den eigenen Standort markiert, dreht sich immer in Fahrtrichtung mit. Wenn ihr mit den Tracks nichts anfangen könnt, aber euch der Film trotzdem gefallen hat, könnt ihr natürlich liken und mir ein kostenloses Abo auf YouTube dalassen. Wer mich noch ein bisschen mehr unterstützen will, kann das gern über den Button Super Thanks machen. Einfach mal draufklicken, gewünschten Betrag auswählen und abschicken. Das Geld kommt 1:1 bei mir an und sorgt dafür, dass meine Filme auch in der Zukunft kostenlos auf YouTube zur Verfügung stehen werden. Ich sag an der Stelle schon mal vielen Dank für eure Unterstützung und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr könnt gern noch ein paar andere Videos von mir auf YouTube schauen.